Hi Leute, der leichte Bäcker hier und heute machen wir ein äußerst bekömmliches Dinkelbrot. Alles, was ihr dafür braucht, seht ihr hier. Und natürlich brauchen wir einen Ofen. Na dann lasst uns mal anfangen. Wir starten mit dem Pulisch am Tag, bevor wir das Brot machen wollen. Dafür nehmen wir 200 Gramm Dinkelmehl Typ 1050, 200 Milliliter Wasser und 2 Gramm frische Hefe. Oder nur so eine Messerspitze, falls ihr Trockenhefe benutzt. Dann verrühren wir das Ganze, bis wir eine gute Konsistenz haben, decken es ab und lassen es bei Raumtemperatur bis zum nächsten Tag stehen. Falls es bei euch länger dauert als 16 Stunden, bis ihr mit dem Brot weitermacht, dann stellt den Pulisch einfach in den Kühlschrank. Ansonsten übergeht der Pulisch und säuert zu sehr. Und jetzt schau dir mal an, wie schön aktiv unser Pulisch heute ist. Überall kannst du kleine Blasen sehen. Er ist richtig durchzogen damit. Das sieht doch mal wieder wunderbar aus. Dann machen wir jetzt direkt mal weiter mit dem Brot. Dazu nehmen wir nun 400 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 230 Milliliter Wasser, das hat einen Anteil von 75%, 13 Gramm Salz, das sind knappe 2% und 22 Gramm frische Hefe. Zusammen mit der Hefe, die wir im Pulisch verwendet haben, kommen wir damit dann auf einen Anteil von 4%. Und zuletzt natürlich auch noch unseren Pulisch. Ich habe hierzu jetzt keine Aufnahmen mit meiner zweiten Kamera, weil ich den beinahe vergessen hätte. Und mit ein klein bisschen Editing Magic verkneten wir das Ganze, packen es in eine andere Schüssel und jetzt noch schnell den Deckel drauf. Nach 2 Stunden bemehlen wir uns zuerst mal das Backblech. Natürlich kannst du stattdessen auch Backpapier benutzen. Das ist ganz dir überlassen. Aber wenn wir Mehl statt Backpapier verwenden, produzieren wir weniger Abfall und das ist heutzutage ja immer gut. Und jetzt schau dir mal an, wie schön unser Teig aufgegangen ist. Überall sehen wir kleinere und größere Blasen. Das sieht doch mal wieder super gut aus. Richtig schön. Nun bemehlen wir uns die Arbeitsfläche und lernen den Teig darauf aus. Ebenfalls bemehlen wir uns auch den Teig ein wenig. So bleibt der Teig weniger an den Händen kleben. Und nun falten wir den Teig in gewohnter Brieffaltmanier zurück. Und danach können wir ihn auch schon rund würgen. Wobei ich ihn hier dann in eine eher etwas längliche Form bringe. Und nun ab aufs Backblech und ebenfalls nochmal mit ein bisschen Mehl bestäubt. Jetzt können wir den Teig abdecken und während dieser ruht, können wir uns dem Ofen widmen. Den Ofen stellen wir auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Und wir stellen ebenfalls eine Schüssel mit Wasser in den Ofen, um ordentlich Dampf zu erzeugen. Und dann sehen wir uns in 40 Minuten wieder. Nach 40 Minuten Ruhe ist es Zeit, unser Teigstück zu verzieren. Dazu mache ich hier jetzt 3 Längsschnitte. Aber du kannst das Ganze verzieren, wie du magst. Und nun wandert der Teig auch schon in den Ofen, bei unseren voreingestellten 230 Grad für die nächsten 45 Minuten. Viel Spaß beim Ofenkino! Ich hoffe, dir hat das Ofenkino gefallen. Und jetzt schau dir mal an, wie schön goldenbraun unser Brot geworden ist. Das sieht doch richtig klasse aus. Ich kann kaum drauf warten, mir davon jetzt eine Scheibe abzuschneiden. Jetzt stell dir vor, so ein bisschen darauf schmelzende Butter. Super lecker. Jetzt noch schnell die Klopfprobe gemacht. Und es klingt doch schon wieder so richtig hohl. Einfach klasse. Da läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Und hör mal, wie unser Brot hier knistert. Aber wir müssen uns jetzt noch gedulden, bis das Brot ein wenig ausgekühlt ist. Endlich ist es soweit, dass wir das Brot anschneiden können.
Und dieses Dinkelbrot klingt doch fantastisch. So muss jedes Brot klingen. Einfach klasse. Dann lass uns jetzt mal ins Innere schauen. Das sieht doch richtig gut aus. Wir haben ein paar kleinere und größere Luftbläschen hier im Inneren. Die Porung ist richtig schön. Jetzt noch kurz zusammengedrückt und das Brot springt auch wieder sofort zurück. Super elastisch. Krume und Kruste sind perfekt. Na, dann heißt es jetzt nur noch für mich zu sagen, viel Spaß beim Selbermachen und guten Appetit. Und wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Genauso würde ich mich riesig über einen Abonnement freuen. Es werden noch viel mehr klasse Brotrezepte folgen. Und wie immer, alle verwendeten Produkte findest du unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.